Yo, hey Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Video von Mr. Cracky, eurem YouTuber von nebenan. Heute mal was ganz Besonderes. Ich habe ein eigenes Texture Pack erst mal gemacht. Das sieht so aus. Cracky Craft für die 1.4.5. Viel Spaß mit dem Cracky Craft, mit Cracky Craft bei Mr. Cracky. Das Logo ist KC für Cracky Craft, ja. Und wir gehen, denke ich mal, einfach mal in die Texture Packs Welt. Da zeige ich euch das alles ein bisschen. Ja, wäre schlau, wenn wir unser wenn wir das Texture Pack auswählen. So. Das Ganze könnt ihr auch als 1000 Abonnenten Special ein bisschen sehen. Also jetzt direkt was Großes habe ich nicht gemacht, was man eigentlich machen sollte, das weiß ich. Es dauert hier ein bisschen. Ja, weil ich wusste jetzt nicht genau, was ich so machen soll oder und so weiter, aber es wird dann demnächst irgendwann was kommen, also was richtig Cooles. Bei, keine Ahnung, wenn 2000 sein sollten, dauert aber noch alles ein bisschen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier an den Anfang. So. Und hier sind wir. Das hier ist Stein. Hier haben wir den WC und Cobblestone. Den Cobblestone habe ich hier so ein bisschen abgeändert. Dann haben wir, also das basiert auf Misa, sieht man wahrscheinlich auch. Dann haben wir hier die Setzlinge von dem Spux Texture Pack. Die fand ich ganz cool. Dann haben wir hier den Backrock immer noch von Misa. Die Erze sind auch von Misa, genau. Was habe ich da? Hier das Glas auch von Misa, aber das finde ich echt geil bei Misa. Dann geht's weiter. Dadum, dadum, dadum. Hier die Cobblestone-Treppen und die Bricks. Ne, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Bricks auch abgeändert habe. Auf jeden Fall die Cobblestone-Treppen sehen jetzt so aus. Dann haben wir hier Obsidian. Ja, und halt den Rest vom Nether-Zeug. Ich finde die Truhe richtig cool. Dann haben wir hier den Schallplattenspieler. Und hier die Truhen habe ich auch ein bisschen abgeändert. Also ich finde, so sehen die ein bisschen cooler aus. Die sind vom Uwu Rustic Pack. Wie der Cobblestone auch. Hier das TNT ist vom Sp nee, von was ist das nochmal? Weiß ich gerade nicht genau. Auf jeden Fall, das ist auch ein anderes. Und das war's dann auf dieser Seite soweit. Die Mobs zeige ich jetzt nicht. Die sind alle von Misa geblieben soweit. Hier haben wir dann die Bilder vom Spux Texture Pack. Also das, die fand ich am geilsten, sind auch die meisten Bilder. Hier haben wir dann das Nether-Zeug, den, wie heißt das nochmal? Genau, Amboss. Habe ich auch von Misa so gelassen, weil ich finde das echt geil mit diesen Verrosteten so. Hier die Köpfe sind so geblieben, alles von Misa. Und hier das Essen, da habe ich den Fisch hier so geändert, weil den fand ich voll lustig von dem Spux Texture Pack. Und die Rüstung und hier die, die Tools sind auch vom Spux Texture Pack. Fand ich einfach am. Also ich finde, die kann man im Inventar am besten erkennen. Zum Beispiel hier das Schwert aus. Was war das bei Misa? Weiß nicht, auf jeden Fall. Irgendwas konnte man bei Misa immer nicht so gut erkennen oder unterscheiden. Und dann habe ich das so gemacht und das ist jetzt mein offizielles Texture Pack. Ich hoffe, euch gefällt das. Das könnt ihr natürlich downloaden bei Mediafire. Fände ich cool, wenn das ein paar holen würden. Ist ein bisschen Arbeit drin jetzt. Also viel jetzt nicht, aber ein bisschen. Und damit werde ich dann in der nächsten Zeit, wenn es soweit ist, ein bisschen Let's Playen, falls ihr noch nicht wisst, dass ich ein Let's Play anfangen möchte. Wisst ihr es jetzt, wenn ich ein neues Headset habe, soll die Staffel anfangen. Und ich hoffe, euch hat das soweit jetzt gefallen oder euch gefällt das Texture Pack generell und alles. Und dann sage ich jetzt ciao, bis zum nächsten Mal, euer Mr. Cracky.